Hallo zusammen, hier ist der Ferrit und der Blackie hat mich gebeten, eins von meinen Decks vorzustellen und dementsprechend habe ich da heute was Spezielles für euch vorbereitet. Ich stelle euch Doomsday vor. Doomsday ist ein blau-schwarzes Combo-Deck im Legacy und ist ein nicht friedhofbasiertes, nicht spellbasiertes Deck, was zu einer Ausnahme macht, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gehen wir dann nachher mal genau ein, was das Deck eigentlich tut. Bevor wir aber auf die ganzen Spells eingehen, gucken wir uns die Mana Base an. Wir fangen mit Islands an. Davon spielt das Deck zwei Stück. Basics kann man immer gebrauchen. Und wir spielen einen Swamp. Das sind alle Basics, die wir im Deck haben. Als nächstes schauen wir uns die Duels an. Hier haben wir Underground Seas. Drei an der Zahl. Das sind die Hauptfarben in dem Deck. Davon wollen wir am meisten haben. Oft tut man mir davon auch schon Turn 1 immer einen Underground Sea. Als nächstes spielen wir ein Volcanic Island. Hier die schöne Vulkaninsel ist für unseren Rotsplash da. Der kommt aber auch erst im Sideboard. Dann haben wir noch ein Badlands. Das Badlands ist genauso wie das Volcanic Islands für den Splash. Lässt sich aber besser durch schwarze Fetchländer fetchen. Dann gehen wir weiter zu den Fetchländern. Wir spielen eine Bloodstained Maya. Wir spielen drei Flooded Strand, auch für unsere blauen Länder. Und dann spielen wir ein Playset Polluted Delta. Mit dem können wir alle Länder aus unserem Deck fetchen. Das ist das beste Fetchland, das wir haben. Und das einzige Special Land ist unsere Cavern of Souls. Damit benennen wir immer Meervolk oder Wizard für unser Tassos Orakel. Und damit haben wir unsere 17 Länder vollständig. Nach den Ländern gucken wir uns mehr zum Mana an. Hier haben wir das Lotus Petal. Davon spielen wir drei Stück. Davon gibt es manche Listen, die spielen zwei, manche spielen vier, je nachdem, wie schnell man dann sein möchte. Ist halt ein bisschen Zusatzbeschleunigung vom Mana her. Die ist manchmal ganz wichtig. Dann kommt noch ein Playset Dark Ritual. Für ein schwarzes Mana machen wir drei schwarze Mana. Das ist super wichtig, weil dann können wir relativ schnell unser Doomsday casten. Das kommt später noch. Auch ein wichtiger Mana-Beschleunigungseffekt. Und dann spielen wir ein einzelnes LED, das Lines and Diamond, der Poor Man's Black Lotus, wie manche gerne sagen würden, mit dem Spezialeffekt, dass man nicht nur drei Mana von einem beliebigen Typen bekommt, sondern man darf auch seine Hand abwerfen. Nach dem Mana kommen wir zu den Spells. Was ist der wichtigste Spell im Deck? Doomsday. Doomsday ist eine Sorcery für drei schwarze Mana, die besagt: Durchsuche deine Bibliothek und deinen Friedhof nach 5 Karten und schicke den Rest ins Exil. Du kannst diese Karten in einer beliebigen Reihenfolge wieder in die Bibliothek legen. Du verlierst die Hälfte deiner Lebenspunkte. Die Karte erlaubt es uns, schöne Piles aus beliebigen 5 Karten aus unserem Deck zu machen, mit denen wir dann möglichst schnell das Spiel gewinnen können. Welche Karten sind wichtig, damit wir damit das Spiel gewinnen können? Unsere Win-Option ist das Tassos Orakel. Eine neue Addition aus Teros für 2 Mana, 2 blaue. Eine 1-3 Meervolk Zauberer Kreatur, die sagt: Wenn das Tassos Orakel ins Spielfeld kommt, schau die obersten X-Karten an, wobei X die Anzahl der Devotion oder Hingabe zu blau ist. Dann legt man eine davon oben auf die Bibliothek, den Rest in zufälliger Reihenfolge unten drunter. Und jetzt der wichtige Teil dieser Karte: Wenn X größer oder gleich der Anzahl der Karten in der Bibliothek ist, gewinnst du das Spiel. Das heißt, wenn unser Deck leer ist, dann gewinnen wir auf einmal das Spiel, wenn wir das Tassos Orakel spielen. Wie kriegen wir ja unser Deck leer? Mit Doomsday können wir einen Stapel machen, der 5 Karten in der Bibliothek hat, und mit diesen speziellen 5 Karten kriegen wir das Deck auch ganz schnell leer. Beispiele für Karten, mit denen man die Deckgröße schnell reduzieren kann, wäre zum Beispiel Street Wraith. Ist eine 5-Mana-Kreatur, die wird nie gespielt. Das Interessante dabei ist, Cycling bezahlt 2 Leben, das heißt, wir können ohne Mana noch eine weitere Karte ziehen. Dann als nächstes haben wir Edge of Autumn, eine Sorcery, die wird auch niemals gespielt. Die kostet ein farbloses, ein grünes. Wir spielen gar kein Grün. Naja, wir haben wieder Cycling, opfere ein Land, ziehe eine Karte. Das heißt, wir können auch ohne Mana zu bezahlen eine Karte ziehen. Oder wenn wir den Pile gerade erst anfangen wollen, haben wir noch Ideas Unbound. Für 2 blaue Mana ziehe 3 Karten, werf 3 Karten am Ende des Zuges wieder ab. Meistens gibt es kein Ende des Zuges mehr. Das heißt, dann haben wir schon längst gewonnen. Eine Karte, die wir gerade schon kurz angesprochen haben, Lion's Eye Diamond, ist auch oft Teil von Piles. Es ist nicht immer zwangsläufig notwendig für einen Doom Stay Pile, aber oft auch Teil davon. Damit haben wir alle wichtigen Karten für die Combo. Wir haben Doomsday, damit machen wir den Stapel. Tassos Orakel, damit gewinnen wir den Stapel. Und dann haben wir noch ein paar Karten
mit denen wir den Stapel verkleinern können. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sonst noch so um den Deck ist, damit wir da überhaupt hinkommen. Dann gehen wir weiter zur Card Selection. Wir spielen ein blaues Deck und dementsprechend haben wir den Standard. Wir haben 3 Ponder in dem Deck. Jeder, der Legacy spielt, sollte wissen, was ein Ponder tut. Dementsprechend sollte er auch die nächsten Spells kennen. Wir haben ein Preordain, auch ein Playset Preordain. Kennt jeder, ist nichts Neues. Damit suchen wir alles, was wir für unsere Kombo brauchen. Und dann haben wir noch Brainstorm. Der darf natürlich nie fehlen. Auch ein Playset davon. Und das macht auch schon den Großteil unserer Ein-Mana-Cardboard-Spells aus. Dann haben wir noch etwas Doomsday-Spezifisches. Ich spiele aktuell eine Limnos Vault. Andere Decks spielen hier vielleicht auch einen Personal Tutor. Das sind halt einfach gute Wege, damit man auf jeden Fall sein Doomsday bekommt und das nächste Runde dann halt auf der Hand hat. Das Limnos Vault ist für mich aktuell eher ein Flex-Slot. Da könnte man jetzt auch einen Predict Personal Tutor oder halt auch jetzt im neuen Set gibt es einen neuen Tutor, den ich gerne mal ausprobieren möchte, spielen. Da muss man einfach gucken, was einem am besten gefällt oder wie einem der Spielstil da am besten zusagt. Jetzt noch ein Card War Spell, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Baleful Strix. Die Baleful Strix ersetzt sich selber, ist für blau-schwarz, ein 1-1 Fliegen Death Touch Vogel. Wenn er ins Spiel kommt, zieht eine Karte. Ist extrem gut, wenn man gegen aggressive Decks spielt, um einfach einen Death Touch Blocker zu haben. Das kauft einem manchmal einen Zug oder zwei und ermöglicht es einem einfach sicher die Combo über die Bühne zu bringen. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Ich nenne sie mal Permission und Disruption. Wir spielen hier ein Thoughtseize. Discard Spell kennt man aus den meisten Formaten, Modern, Pioneer und Legacy. Einfach um anzuschauen, was der Gegner vorhanden hat und alles loszuwerden, was einen stört. Dann spielen wir 2 Duress. Ähnlich wie Thoughtseize, trifft aber nur Non-Creature, Non-Land Permanents. Meistens stören uns Kreaturen nicht so sehr wie Spells. Dementsprechend sparen wir uns da den Life Loss. Und dann kommen wir zu den Counterspells. Wir spielen ein Playset Days. Wir brauchen nicht viel Mana, um zu gewinnen. Und wir wollen auf jeden Fall unsere Combo durchkriegen. Dementsprechend spielen wir auch ein Playset Force of Will. So, meine Lieben, dann schauen wir uns mal das Sideboard an. Was haben wir da? Wir haben gesehen, dass wir einen Rotsplash spielen. Der ist dafür da, dass wir sowas wie Pyroblast casten können. Davon haben wir 2 Stück im Sideboard. Gut gegen alle blauen Decks, um Forces oder Delver loszuwerden. Wir spielen einen Red Elemental Blast. Tut das ähnliche wie Pyroblast. Man splittet die einfach nur auf, falls man gegen Surgical Expansion oder Cable Therapy spielt oder manchmal auch vielleicht einfach für gegen einen Predict. Dann haben wir noch in Rot Abrade. Das ist der Slot. In grünen Decks spielt man da Abrupt Decay, aber es macht auch alles, was wir brauchen. Man kann 3 Schaden an eine Kreatur machen oder ein Artefakt zerstören. Meistens ist das eine Chalice oder eine Sphere oder was uns sonst gerade so auf den Nerv geht. Dann gehen wir von roten Spells zu farblosen Spells. Wir spielen 3 Defense Grids. Die ermöglichen es uns, dass wir auch ohne uns gegen Counterspells Sorgen machen zu müssen, unsere Combo durchziehen können. Dementsprechend, wenn wir einen davon landen, haben wir meistens weniger Sorgen. Dann machen wir weiter mit Flusterstorm. Davon spielen wir 2 Stück. Auch unabdingbar gegen andere Counterspell-Decks oder Combo-Decks. Damit können wir die meisten unserer Problem-Spells countern. Der Vorteil an Flusterstorm ist natürlich, dass der schwerer zu countern ist, weil er mit Storm Kopien erstellt, die man alle einzeln bezahlen muss oder halt einzeln countern und dementsprechend manchmal einfach besser als eine Force of Will, einen Days oder ein Pyroblast. In der grünen Doomsday-Version wäre das wahrscheinlich ein Veil of Summer, mit dem man dann halt auch seine Spells nicht mehr gecountert bekommen kann. Vorteil bei Veil of Summer ist, meistens ersetzt sich das doch selber. 10 Karten gegen Kreaturen. Ein Problem, das Doomsday manchmal hat, ist, Doomsday reduziert die Leben, die man hat, um die Hälfte. Dementsprechend ist man dadurch relativ anfällig gegen Schaden, also müssen wir uns um Kreaturen kümmern. Eine Karte, die uns dabei hilft, ist der Plague Engineer. Ist es für 3 Mana, 2 farblose, ein schwarzes, eine 2-2 Death Touch Carrier Kreatur und wenn er ins Spielfeld kommt, benennen wir einen Kreaturentypen und alle Kreaturen von diesem Typ kriegen -1/-1. Ist extrem gut gegen alle Tribal Decks oder halt auch Death and Taxes, um uns lässige Kreaturen vom Hals zu halten oder auch einfach direkt zu entfernen durch diesen -1/-1 Effekt, bevor die Karte entfernt werden kann. Das gleiche haben wir nochmal in Zauberform, ein Massaker. Das kostet 2 farblose und 2 schwarze. Und alle Kreaturen erhalten -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Aber das Spezielle hieran ist, wenn der Gegner eine Ebene kontrolliert und wir einen Sumpf kontrollieren, können wir das Massaker casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, gegen Death and Taxes oder manchmal Esper Vile haben wir hier die Möglichkeit, das für 0 Mana zu bezahlen und so
alle lästigen Kreaturen loszuwerden. Und als nächstes Graveyard Hate. Jedes Deck braucht Graveyard Hate. Wir spielen zwei Surgical Extractions. Kennt man aus dem Sideboard. Kann für 0 gespielt werden. Hat einen Mana-Kosten von 1. Kosten halt 2 Leben, wenn man sie mit dem phyrexianischen Mana bezahlt. Man sucht sich eine Karte im gegnerischen Friedhof aus, die kein Basic ist. Sucht die Bibliothek, sucht die Hand, sucht den Friedhof danach aus und exilt alle Karten mit dem gleichen Namen. Und als letztes spielen wir noch einen Gravedigger's Cage. Kreaturen können nicht aus Friedhöfen aus der Bibliothek. Ist eine super Hate-Karte. Letztens habe ich gegen Reanimator gespielt, die haben damit nicht gerechnet. Ich habe die Karte gelegt, er hat sofort aufgegeben, er hatte nichts, um die Karte loszuwerden. Lohnt sich manchmal wirklich. So, als kleines Beispiel, wie die Doomsday-Kombo funktioniert, haben wir uns hier mal eine sehr schöne Hand zusammengelegt, mit der man einfach mal durchexistieren kann, wie Doomsday funktioniert. Nehmen wir mal an, wir haben im ersten Zug ein Anagorn-C gespielt und den Zug abgegeben und jetzt sind wir dran und möchten weiterspielen. Wir haben auf unserer Hand einen Lotus-Petal, das können wir jetzt hier casten. Wir haben ein Dark Ritual. Das ist eine super Sache. Das würden wir casten, mit dem können wir einen Doomsday spielen. Dann haben wir hier immer noch 3 Handkarten und können uns jetzt aussuchen, was wir mit dem Doomsday für einen Stapel machen. Als Handkarten haben wir hier noch einen Underground Sea, einen Days und einen Brainstorm. Wir haben den Underground Sea diese Runde noch nicht gelegt. Warum? Dazu kommen wir gleich. Wir suchen uns 5 Karten raus und das wären in diesem Fall ein Stapel, der wie folgt aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall unser Tassas Orakel. Wir wollen die Cavern of Souls, damit unser Tassas Orakel nicht gecountert werden kann. Dann haben wir hier noch einen Lion's Eye Diamond, ein Ideas Unbound und ein Street Wraith. Wofür wir den Street Wraith brauchen, dazu kommen wir jetzt. Wenn wir diesen Stapel machen, müssen wir uns aussuchen, in welcher Reihenfolge die Karten hingelegt werden. Das Tassas Orakel und die Cavern of Souls kommen nach ganz unten. Wir legen das Tassas Orakel als letzte Karte in den Stapel, weil das ist die letzte Karte, die wir spielen wollen. Und darüber kommen dann die Cavern of Souls. Darüber würden wir jetzt legen das Ideas Unbound, den Street Wraith und das Lion's Eye Diamond. Hier kann man in großen Längen diskutieren, was jetzt die perfekte Reihenfolge sind, was die perfekten Stapel sind. Es gibt riesenlange Guides, was für Stapel man bauen kann, um welche gegnerischen Interaktionen man herumspielen kann. Aber hier gehen wir einfach mal von diesem Basisbeispiel aus. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen ein Brainstorm spielen. Dafür opfern wir das Lotus Petal, spielen den Brainstorm, ziehen 3 Karten auf die Hand und legen wieder 2 zurück. In diesem Fall würden wir zurücklegen ein Ideas Unbound und ein Underground Sea. Passt perfekt. Quatsch. Wir ziehen ja. Damit hätten wir jetzt unseren Brainstorm. Was wir auf der Hand behalten ist, wir behalten das Lion's Eye Diamond, ein Days und ein Street Wraith. Hier oben liegt unser Ideas Unbound. Warum ist das wichtig? Nachdem der Brainstorm resolved ist, spielen wir unser Lion's Eye Diamond und dann cyclen wir den Street Wraith. Wir bezahlen 2 Leben und dürfen eine Karte jetzt ziehen. Bevor das aber passiert, wir halten die Priorität, opfern das Lion's Eye Diamond für 3 blaue Mana. Wir haben immer noch kein Land gespielt für diese Runde, haben jetzt aber keine Hand mehr, 3 blaue Mana im Mana-Pool und dürfen noch eine Karte spielen. Das wäre hier unser Ideas Unbound. Das ziehen wir durch den Cycling-Effekt jetzt auf unsere Hand nach, haben 3 blaue Mana-Mana-Pool und können das auch direkt casten. Dadurch ziehen wir 3 Karten, das sind die letzten 3 Karten, und müssen am Ende des Zuges 3 Karten abwerfen. Wir haben immer noch unseren Landdrop für diese Runde, können also unser Cavern of Souls spielen und das Tassas Orakel, mit dem wir dann mehr Erfolg nennen. Es ist manchmal notwendig, einen Zug zu machen, wo man nicht in der gleichen Runde gewinnt. Dann nimmt man halt lieber noch ein Duress oder ein Thoughtseize in den Pile, guckt sich an, was hat der Gegner auf der Hand, wie kann der mich stören, wie kann er verhindern, dass ich gewinne und brauche ich überhaupt eine Cavern of Souls oder kann ich da vielleicht einfach mit einer anderen Karte wie einem Lotus Petal noch einen Zug früher gewinnen. Ansonsten gibt es hier sehr viel. Wenn ihr mehr zu dem Deck wissen wollt, schreibt einfach einen Kommentar rein. Vielleicht kann ich euch ein paar schöne Guides schicken. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.